Götz Kubitschek, ich bitte ums Wort. Ja, herzlichen Dank für den Applaus und herzlichen Dank an Herrn Hinteregger, dass er das hier alles heute organisiert hat. Ich habe ihn gerade gefragt, wie man in Österreich so eine Versammlung anspricht. Wir in Sachsen-Anhalt sagen, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann aber auch liebe Freunde sagen. Und es ist tapfer von Ihnen, von euch, dass Sie den Weg durch diesen Pulk und durch diesen Lärm hierher auf den Vorplatz der Universität auf sich genommen haben, um zuzuhören, worum es eigentlich gehen sollte heute. Also danke dafür, dass Sie den Mut haben und hier stehen und gekommen sind. Es sollte eigentlich um die Sache gehen. Und die Sache ist der Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury aus dem Jahr 1953, in Deutschland erstmals erschienen 1955. Aber es geht wieder mal nicht um die Sache. Und das ist eine Sache, die ich jetzt seit sicher zwei Jahrzehnten erlebe, dass es an den Universitäten nicht nur um die Sache geht, sondern um die Frage, wer überhaupt über Dinge reden darf in den Räumlichkeiten, davor, in den Fluren, in den Seminaren, wer diskutieren darf und wer nicht. Wenn ich derjenige wäre, der heute hier die Hosen angehabt hätte als Universitätsverwaltung oder derjenige, der es eben zu bestimmen gehabt hätte, hätte ich sie alle zugelassen. Und zwar nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil es aus meiner Sicht die beste Methode ist, mit der Sache auf eine sehr ruhige Art umzugehen. Zulassen und die besten Leute aus den eigenen Reihen dagegen setzen und sagen, warum kommt ihr hier an? Bringt noch irgend so ein Ausländer aus Deutschland mit, der uns erzählen will, warum Fahrenheit 451 ein rechtes Buch ist. Es ist kein rechtes Buch. Es ist auch kein linkes Buch. Es ist vor allem kein Buch für die Mitte. Es ist ein elitäres Buch von einer Gruppe Leute, die aufgewacht ist und als Waldläufer versuchen, in einer völlig zerstörten, utopischen Zeit das Letzte an Gedanken, Kultur, niedergeschriebener zweiter Welt, Lesewelt zu retten für eine bessere Zeit. Das ist weder links noch rechts, das ist im Grunde eine Waldgänger- und Waldläufer-Utopie, die Ray Bradbury damals aufgeschrieben hat. Darüber hätten wir diskutieren können, aber jetzt müssen wir eben über was anderes sprechen, nämlich über die Umstände. Und die Umstände sind, wie sie sind. Was Sie da drüben sitzen haben, das haben wir in Deutschland auch an jeder Universität. Das ist eine relativ bequem gewordene, sehr staatsnahe, sehr zivilgesellschaftsnahe, ziemlich verfettete Jugend, die alle irgendwie ins Nichts studiert. Das ist akademisches Proletariat. Das sind Leute, die nach 6, 7, 8 Semestern aus der Universität stolpern und immer noch nichts können. Und die im Grunde einen Staatsapparat brauchen, der sie wegparkt, auf irgendwelche Positionen setzt, auf denen es für sie mit so einem seltsamen halbakademischen Lebensentwurf weitergeht. Und diese Leute, die müssen natürlich eines tun, die müssen ihr So-Sein und ihr Dasein und ihr beruflich unterwegs sein rechtfertigen. Und das, was sie tun, ist im Grunde nichts anderes als eine Selbstrechtfertigung dafür, dass sie leider nichts anderes können und dass sie nicht gebraucht werden. Das sind die Umstände. Es läuft immer im selben Muster ab. Man meldet an, man will über die Sache reden, das wird verhindert. Man ergreift hier Raum und Platz und erzählt oder darf in der Presse erzählen, dass man letztlich das Opfer einer Cancel Culture geworden ist. Und im selben Moment behauptet die linke Seite, dass man sich als Opfer inszeniert und dass man daraus Kapital schlagen wird von dem politischen Kampf. Naja, Kinder, so ist es halt. Jeder brät sein Schnitzel und jeder kocht sein Süppchen.
Und was ich hier heute sehe, ist, muss ich sagen, so ziemlich das heftigste Süppchen, das ich an der Universität im Versuch, über die Sache zu reden, bisher erlebt habe. Wir werden ja, wenn es gut läuft, nachher noch in Ruhe wirklich über die Sache reden können. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen weiter über die Umstände sprechen. Hinter mir das Banner, geben Sie Gedankenfreiheit, berühmtes Zitat, und dazu die Chiffre Fahrenheit von Fahrenheit 451. Diese Chiffre war vor 50, 60, 70 Jahren keine konservative oder rechte Chiffre. Wir haben sie dazu gemacht und wir spielen seit 2 Jahrzehnten mit diesem Begriff 451. Und das ist eine Form der Selbstermächtigung, auch der Vereinnahmung von Literatur und von Bildern für unsere Seite. Davon muss es noch viel, viel mehr geben. Was die Leute dort drüben, die nicht lesen, die Leute, die nicht wirklich studieren, sondern die im Grunde nicht wissen, was mit ihrem akademischen Leben anfangen wollen oder sollten, was die sicher nicht tun, ist lesen. Wir müssen lesen und wir müssen einen Roman nach dem anderen und ein zentrales Werk nach dem anderen für uns vereinnahmen, aus rechter Sicht lesen und daraus das machen, was man eine Rückeroberung oder Reconquista an der Universität nennen sollte. Das heißt also, ich bin mir sehr sicher, dass mit dem heutigen Tag die Chiffre 451 und der Roman Fahrenheit 451 und im weitesten Sinne eben auch der Dystop Ray Bradbury noch stärker auf unserer Seite stehen und das aufgegeben haben, das Feld geistig geräumt haben, weil ihnen außer Geschrei an Argument gegen unsere Beschlagnahmung eines Romans und eines Begriffs nichts eingefallen ist. Die Aktion 451 hat, glaube ich, mit dieser Veranstaltung, sowas ihre Gründungsveranstaltung, und soweit ich das im Vorfeld verstanden habe, ist es ja eine diffuse Organisation, die sich heute hier zum ersten Mal zeigt, soll aus dieser Initialveranstaltung hier auf der sogenannten Rampe der Wiener Universität eine Strahlkraft ausgehen und es soll an unterschiedlichen Universitäten und in Städten in Österreich und in Deutschland zu Lesekreisen und Lesezirkeln kommen, die sich dieses Motto Fahrenheit 451, Aktion 451 auf die Fahnen schreiben. Lassen Sie uns damit beginnen, indem wir jetzt nachher in ruhigerem Rahmen tatsächlich über diesen Roman sprechen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Mut, heute hierher gekommen zu sein. Und ich danke Ihnen, dass Sie dieser Gruppe und dass Sie uns, mir persönlich, der ich ja von weiter her angereist bin, um hier einen vernünftigen Universitätsvortrag zu halten, auf diese Weise den Rücken gestärkt haben. Also, Dankeschön nochmal und Herr Hinterecker, ich übergebe Ihnen das Mikrofon zurück. Antifas, 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 Antifas.